Tasche ist auf jeden Fall 570 Euro Gucci. Ja. Ich weiß nur, das ist einer meiner Lieblingsuhren gewesen. Dann haben die dir direkt eine Bicolor Daytona auf den Tisch gelegt und mein Bruder, du kannst dir... Also ich bin jetzt, sag ich mal, Investor nebenbei geworden. Ja, Leute, heute Fakery Klamottencheck Folge Special. Heute habe ich, glaube ich, ein Special Expose am Start. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich sage euch eine Sache, Leute, schaut euch das Video bis zum Ende an, denn wir haben hier einfach Kapital irgendwie am Start, aber irgendwie auch nicht so. Ihr werdet es verstehen, deswegen schaut euch das Video bis zum Ende an, Leute, ganz, ganz wichtig. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar, damit der Algorithmus dieses Video besser einstuft. In letzter Zeit werden die Videos von mir nicht so vielen Abonnenten empfohlen. Ich sehe die Statistiken, auch viele Leute, die Videos gucken, sind keine Abonnenten, Leute. Deswegen würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich supportet, indem ihr diesem Video ein Like da lässt oder einen Kommentar. Das wird mir auch schon reichen, ob Dislike oder Like, ist mir egal. Einfach nur eine Bewertung oder ein Kommi so. Das wird mir auf jeden Fall reichen, Leute. Wir gehen jetzt rüber, denn wir haben heute Capital Bra am Start. Capital Junior, besser gesagt. So, komm, du kannst noch mal kurz hier reinkommen. Der ist hier einfach noch mal nebenbei kurz aufgetaucht. Schnell, da werden die Sonnenbrille aufgesetzt. Bratas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's wundervoll. Genau, das reicht schon. Danke. Jetzt gehen wir rüber zum eigentlichen Video, Leute. Denn wir haben einen Fake-Ory-Klamotten-Check gedreht. Aber in Vorwand von einem, wie viel ist dein Outfit wert? Deswegen schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Und ja, ich bin gerade... Ich weiß nicht, was das Ergebnis des Videos in diesem Moment sein wird. Das werden wir am Ende herausfinden. Deswegen viel Spaß mit dem Video, Leute. Wir sehen uns am Ende nochmal. Was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Habt ihr den Witz verstanden? Das ist nicht Kapital. Ist da angekommen? Also erstmal Real Talk, Frage an dich, Bro. Wie heißt du? In Real, mein Name ist Juri. Ich bin, soll ich komplett vorstellen? Ja, sehr. Ich bin Juri, ich bin 19 Jahre alt. In Sibirien geboren, hier in Hamburg aufgewachsen, arbeite jetzt momentan als Elektriker. Genau. So, bevor wir starten mit dem, wie viel es denn aus wird, wenn das Video hier Capital sehen würde, ja, was auch passieren könnte, man weiß ja nie so, weißt YouTube du? YouTube ist groß. So, was würdest du denn jetzt sagen? Capi, egal was du machst alles richtig so. Und wenn du in den nächsten 2-3 Wochen keinen Song rausbringst, man weiß warum, und dann ist das auch richtig so. Ja, ja, Bro, dann ich würde mal sagen, also es ist nicht unschwer zu erkennen, dass du auf jeden Fall ein großer Kapital-Fan bist. So, deswegen würde ich mal direkt straight sagen, ey, wir fangen mal jetzt einmal an mit wie viel ist dein Outfit wert. Ich habe den originalen Kapital nicht ranbekommen, gehen wir rüber zum gefälschten Kapital. Deswegen fangen wir bitte bei dir, bei deinen Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Das sind Adidas. Dann der Hoodie. Der ist ebenfalls von H&M, habe ich mir mal beides gleichzeitig geholt, weil ich dachte, ich mache heute einfach so ein Tagesoutfit, so einfach zur Bank gehen, Geld abheben. Normal, so. Normal. Und habe ich mir Tagoutfit, dann Hoodie 30 Euro. Okay. Ich weiß nicht, Gürtel auch noch, ne? Oh. Gucci-Gürtel. Gucci-Gürtel. Der hat 140 gekostet. 140? 140. Von wo hast du den? Von da hinten. Gucci Store. So, ja. Okay, das Ding ist, guck mal, und das werden jetzt sehr viele im Video sehen. Und bevor du jetzt Hate-Kommentare kriegst, ja, diese ist nicht von Gucci. Die Schnalle original von Gucci, aber das ist nicht original. Weil einfach nur aus dem Grund, ich habe diesen Gürtel, sag ich mal, seit 2-3 Jahren gehabt. Ja. Und dieses eine Loch, weil ich werde weder dicker noch dünner, dieses eine Loch ist kaputt gegangen. Okay. So. Deswegen dachte ich mir so, ich will mir jetzt keinen neuen kaufen und pipapo, so. Ich habe mir jetzt einfach die Schnalle genommen. So, also die Schnalle ist original, sag ich mal. Profi-Wert. Das Band sozusagen hast du einfach irgendwo rausgeholt. Nein, das war von H&M, sag ich mal. Das war auch ein Gürtel davor. So, okay. Ich habe nur halt, sag ich mal, die eine Schnalle weggenommen, eine andere Schnalle, die gute Schnalle drauf gemacht. Mhm. Sprich, keine Ahnung. Self-made, 30 Euro. 30 ganz Euro. Grob. Okay, okay. Ganz grob. Wo kriegt man Gucci-Gürtel für 145 Euro her? Das würde mich gerade interessieren. Außer im Gucci-Outlet. Nein, ganz ehrlich. Wenn du im Gucci-Store bist, ja, da hast du verschiedene Gürtel. Ja. Und da fangen die, sage ich mal, da hast du, sage ich mal, ab 150 bis ich glaube, 250, sage ich mal, verschiedene Gürtel so. Und je nachdem, wie groß die Schnalle ist, wie verschieden.
Ich glaube, wir sollten eigentlich an der Stelle müssen wir eigentlich Leon FaceTime anrufen. Eigentlich müssen wir ihn anrufen. Letztens 140 Euro habe ich gesehen. Okay, okay. Okay, auf jeden Fall. Leon, falls du das jetzt hier siehst, dann kannst du ja mal unten in den Kommentar mal reinschreiben. Ja, ich würde mal sagen, wir verschwenden nicht so viel Zeit und gehen lieber auf zu deiner Tasche von Gucci. Die Gucci-Tasche, ich weiß nicht, wie dieses Modell heißt. Das ist so ein irgendwas mit C, so ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall 570 Euro hat sie gekostet. Habe ich mir auch da hinten im Laden gekauft. Das war, ich weiß nicht, so erstes Mal Kreditkarte bekommen, dachte ich, ich will was Teures. Ich wollte eine Gucci-Tasche, deswegen habe ich mir eine Gucci-Tasche geholt. Auch vom Gucci-Store? So, auch vom Gucci-Store. So. Okay. Ich bin dann die Karte einmal durch. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste noch nicht mal, wie viele Zinsen drauf kommen und so. Ich habe mir so viele Probleme mit dieser Tasche eingehandelt. Okay, okay, okay. Aber alles beseitigt. So. Okay, dann wissen wir Bescheid. Genau. Tasche ist auf jeden Fall 570 Euro Gucci. Okay. Ich sehe, du hast ein Gucci-Cap, Gucci-Brille. Genau, Gucci-Cap, Gucci-Brille. Gucci-Cap auch im Store geholt. Vor 3 Tagen auch die dunkle Version geholt. Für jeweils 290. Im Internet ist sie auch 290 mittlerweile. Damals vor 4 Monaten oder so waren die 230 Euro kosten dann die Cappies. Jetzt momentan 290. 290. Sprich 300 Euro für einen Cappy, das ist schon viel. Weißt du, wenn man überlegt, das ist genau so wie eine Cappy für 30 Euro. Ja. Theoretisch. So safe, von safe. Also Verarbeitung ich hatte ja die gleiche. Ich hatte ja die gleiche Cap in Schwarz zu meinen Gucci-Zeiten. Ihr kennt mich ja. Wir haben die Cappy, die kostet 300. Die genau, Brille die, kostet 100, die, 200 Euro auch nochmal bestimmt. Nein, die kostet 310 Euro. 310 die ist sogar Euro. Teurer als die, die Brille ist sogar teurer als die Cappy. Cappy. Die habe ich mir im Galeria geholt. Mhm. Genau. Okay, okay. Jetzt wird was heißt Galeria? Karstadt. Karstadt, okay, okay. Was war das? Was so, Leute, jetzt gehen wir mal auf etwas ein, was mich jetzt gerade interessiert. Also, du hast Schmuck an. Ja, Schmuck. Du hast Schmuck, du hast eine Goldkette, Goldarmband. Ich weiß nicht, ist es Weißgold oder ist es Silber? Silber. 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 Also, Preis ist bei manchen Sachen schwierig zu nennen. Also, ich habe ein sehr dünnes Armband von meiner Freundin. Schatz, ich liebe dich immer noch. Sehr, sehr doll. Sehr, sehr immer lieben. Okay. Einmal unser, sag ich mal, Gravur, Datum und Yalti Belublio, also sprich, ich liebe dich auf Russisch, weil das meine Muttersprache ist. Ja. Dann noch ein Geschenk, Goldarmband, das ist kein Echtgold, das ist vergoldet von dem Freund meiner Mama, einfach so als Geschenk, so bitte behalt. Ja. Bro, jetzt kommen wir zu deiner Uhr. Genau. Zu deiner Uhr. Die. Also, wir haben hier eine, also sag mal selber am besten, was für eine Uhr haben wir denn hier am Start? Das ist eine Rolex Cosmograph Daytona. Bicolor? Ich weiß nicht, teuer. Die müsste teuer gesagt, gewesen sein, ne? Ehrlich gesagt, bin jetzt kein Rolex-Profi. Ja. Ich weiß nur, das ist einer meiner Lieblingsuhren gewesen. Ich hatte das Geld dazu. Okay. Ich bin hier vorne zu Rolex gegangen. Bin in den Laden reingekommen. Erstmal nicht, das war voll schwer. So, ja. Weil die dachten sich, irgendein kleiner Junge will zu Rolex, das sind Uhren. Heftig, was mich gerade interessiert, ja, nebenbei, so, by the way. Was, wie alt bist du eigentlich? Ich bin voll 19 Jahre alt. 19 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich mich am Anfang auch genauso vorgestellt habe, aber 19 Jahre alt. Nee, ich glaube nicht, aber das nur zu meinem Verständnis. Genau, kein Problem. Auf jeden Fall, dann, ich bin da zu Rolex rein. Ja. So nach sehr viel Konsequenzen und so. Also, sehr viel Palaver. Palaver, die wollten dich reinlassen. Genau, die wollten mich nicht reinlassen. Die dachten, ich bin zu jung, ich will da gucken, Spaß haben, ja. Was weiß ich so. Weil ja. Die denken sich, ein Jugendlicher, so, der ist verrückt. Aber ich wollte ernsthaft eine Uhr kaufen. So. Okay. Da habe ich denen dann, sag ich mal, mit vernünftigen Reden, Akzent, pipapo erklärt. So, ich habe denen gesagt, so, ich möchte eine Uhr kaufen. So, ich meine das ernst. So. Okay, ich muss einmal Revue passieren lassen. Du gehst in den Rolex-Store rein. Ja. Bei Wempel. Oder der Hexbrett in den Rolex-Store. Richtig hier vor. Rolex-Store. Ich nur ein bisschen weiter. Okay, Rolex-Store. Er geht in den Rolex-Store rein, wollte reingehen und die wollten ihn erstmal nicht reinlassen. Danach hast du ein bisschen geredet, ein bisschen gequatscht. Dann haben die dich reingelassen. Dann haben die dir direkt eine Bicolor Daytona auf den Tisch gelegt und meinte, Bruder, du kannst dir die kaufen. Oder wie verstehe ich das? Nein. Okay, okay. Ja, pass auf. Ich weiß gar nicht, ob man sowas öffentlich preisgeben darf, so wie das da läuft und so. Ich sag mal so grobe Details. Du kommst da rein, du wirst nett begrüßt, alle lachen dich an natürlich. Also manche sind natürlich beschäftigt und so mit anderen Kunden. Aber du wirst angelacht. Man merkt direkt, du kommst da rein, du fühlst, er ist eklig. Einfach nur, weil das alles gefaktes Lachen ist. So.
hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Einfach nur, weil die dir eine Uhr für mindestens 10.000 Euro verkaufen wollen. Einfach nur, weil die dein Geld wollen. So. Du merkst, das ist eklig. Auf jeden Fall, du kommst da rein, du machst dann deine Sachen. Du bekommst jemanden, sag ich mal, neben dich. Der läuft die ganze Zeit mit dir, weil ich glaube, das ist einfach nur wegen so viel teuer. Das ist auch bei Gucci so. Du bekommst da jemanden neben dich, der die ganze Zeit mit dir läuft, einfach nur, weil du deine, während du deine Klamotten guckst und so. Beim Rolex. Genau, genau. Und ich weiß nicht, wenn du dir eine Uhr angucken willst, so zieht er sich weiter Handschuhe an, holt er sich raus, holt die Uhr vorsichtig raus, zeigt sie dir. Wenn du sie dir selber angucken willst, so, dann schwierig so. So, ich wollte sie mir nicht selber so angucken, so, deswegen, er hat sie, ich habe nur geguckt, ich dachte mir, ey, die ist wunderschön. Er hat mir, ich glaube, das waren 7 Uhren, 7, 8 Uhren habe ich mir durchgeguckt. 7 Uhren haben die dir direkt auf den Tisch gelegt? Nein, hab ich nur geguckt. Ach so, du hast dir eine Schaufenster dir angeschaut. Genau, okay. Nee, nicht Schaufenster, also du kommst da rein, ja. Du hast da schon auch so ein bisschen etwas von. Okay, also, du hast da auch so ein paar Uhrenmodelle, ja. Oder etwas. So, ja. Ne? Kommen wir zum Punkt. Genau. Damit wir das nicht zu lang machen, genau. Kommen wir zum Punkt. Wie kam es dazu, dass du die Daytona gekauft hast? Ich bin Investor geworden. Investor? Über eine App, die ich auf YouTube, über eine Werbung, die vor einem YouTube-Video kommt, entdeckt habe. eToro. Okay. Ich bin durch diese Werbung auf eine, sag ich mal, Plattform gestoßen, wo ich, ja, Geld investieren kann. Was hast du für die Uhr bezahlt, wenn ich dich fragen darf? 16.000 Euro. 16.000 Euro für die Daytona. 16.000. Guck mal, wir machen das jetzt so. Guck mal, ich deck mal kurz auf. Wir sind hier bei Fake or Real Klamottencheck. Kennst du das Format vielleicht auf YouTube? Natürlich. Kennst du auf YouTube, super. So, wir checken einfach ab von Leuten so, ob die Sachen real sind oder fake sind, weißt, ja, du? So, du scheinst hier Kapi, Digga. Wir checken einfach bei dir die Klamotten ab, weißt du? Wir improven die sozusagen. Ja, okay. Deswegen, du hast aber Gürtel, ich hab gesagt, der ist gefaked. Ja, ja, du hast gesagt, dass die Schnalle, ja, real ist und genau, der Gürtel gefaked. Genau. Das haben wir uns notiert und aufgeschrieben. Genau. Du hast jetzt die Bag, genau, die Bag. Die Uhr, so, ich sag dir straight, wie es ist, die Cap ist real, ja. So, da bin ich mir sicher. Wir checken nochmal die Uhr ab und die Bag, so. Ja, weil bei, klar, der Bag bin ich ein bisschen, ich weiß nicht so, ist die wirklich real? Ich weiß ja. 100% real. Okay, ich sag noch so, guck mal, ich persönlich check es nicht ab, sondern ich schicke es rüber, ganz mal, kurz, damit du verstehst. Siehst das? Ganz kurz, also tut mir leid, das ist schon alles gleich. Cool, Bro, ja? kein Thema. Man kann auch jetzt in den Gucci-Store gehen, so, weil es gibt natürlich, es gibt diese Fake-Version, ich weiß. Auch, okay, aus anderen Ländern und Pipapo, aber ich war noch in die Türkei oder sowas. Normal. Pass auf jeden Fall, es gibt davon die dunkle Version, die ist etwas kleiner, die gibt es auch genau jetzt im Gucci-Store. So. Die helle Version, die war vor ca. einem halben Jahr, auch eine kleine Version. Und die große Version, die war vor einem Jahr. Diese Tasche habe ich seit 2,5 Jahren. Die ist, mhm, okay. Die ist auf jeden Fall, ich sag mal so, ich check es nicht ab. Ich, komm, ja, wir machen nach dem Video noch mal ein paar Fotos. So, und schicken aber es dann rüber. Nicht in die Tasche gucken. Okay, da gucken wir nicht rein, wir gucken von außen. Bisschen vielleicht. Okay, wir gucken von außen, machen ein paar Fotos. Ich schicke die rüber zu meinen Jungs hier. Die ganzen Profis und die Uhr schicke ich zu Marc Gebauer rüber. Okay, Marc Gebauer oder Munich Wristbusters, könnt ihr euch die dann anschauen und nach dieser Szene sehen wir uns in der Zentrale und da kommt die Wahrheit ans Licht, ob du real oder fake bist. Warte, ganz kurze Frage nochmal. Was sagst du denn zu Menschen, die auf der Street sagen, ey Bro, hier die Uhr ist real, das ist real, dies ist real, aber die tragen fake Sachen. Was sagst du dazu? Ich hatte damals vor 2 Jahren, 3 Jahren, zwischen 2 und 3 Jahren hatte ich ehrlich so einen Moment, habe ich auch alles mögliche fake getragen. Gucci Cap fake, Tasche fake, Uhr fake, von Flohmarkt geholt, so. Ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich erkannt, es hat einen Grund, warum Leute sowas tragen. Die haben etwas erreicht, die haben etwas gemacht. Es hat nicht einen Grund, warum die so viel Geld haben und das tragen. So. Und das wollte ich auch erreichen. Irgendwie durch irgendetwas. So, ich bin jetzt, sag ich mal, Investor nebenbei geworden. Okay. Ich gebe jetzt, sag ich mal, einfach nur Firmen Geld, damit sie damit arbeiten. Ich bekomme etwas Provision davon und behalte mein Geld. Außer der Markt stürzt etwas leicht ab, so dann verliere ich etwas Geld. Ne? Und seitdem trage ich Gucci, Rolex und das, was mich glücklich macht. Super, Digga. Diese. Dann freut mich das auf jeden Fall. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet wurde, die ich gerade gestellt habe, aber ist ja auch egal. Ja, Leute, wir gehen rüber zur Zentrale. Danke dir, Bro. Wir sind jetzt hier in der Zentrale am Start
Und hier auf dem Bildschirm habe ich das Video und hier links sehe ich mich gerade. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich war schon lange nicht in dieser Reaction-Umgebung eigentlich bei mir unterwegs. Muss ich mal auf jeden Fall auch wieder anfangen. Ja, check meinen Twitch ab, vielleicht kommt da demnächst was. Check das auf jeden Fall ab, Leute. Ja, jetzt kommen wir zu der Person. Und zwar, wir haben hier den Juri. Der Boy ist 19 Jahre alt und er hat mir auf jeden Fall erzählt, dass er ein riesengroßer Capital Bra Fan ist. Und zieht sich so an wie Capital, er redet so wie Capital und er gibt mir das Gefühl, als würde er auch denken, er wäre Capital. So, das, keine Ahnung, wie man das aufnehmen soll. Jeder kann dazu gerne mal was in die Kommentare schreiben. Ich persönlich bin euch immer ehrlich, Leute. Klar, man kann Fan von jedem sein, also meiner Meinung nach, aber man sollte selber trotzdem, also man sollte man selbst immer noch bleiben, so, weil irgendwie, keine Ahnung, eine Person nachzumachen durchgängig, so, ich weiß nicht, so, fühle ich nicht so ganz, aber jeder für sich, so, jeder soll machen, was er möchte, ich respektiere das auf jeden Fall, aber der Boy hat auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die wir checken müssen. So, wir checken jetzt einfach mal seine Aussagen ab, Leute. Also, wir haben jetzt hier den Boy, er sagt, seine Gucci Cap ist real, seine Gucci Sonnenbrille ist real, sein Gucci Gürtel ist auch real, seine Uhr ist real und seine Gucci Tasche ist real. Und ich sage euch ganz ehrlich, seine Cap war auf jeden Fall real. Seine Sonnenbrille war, denke ich mal, auch real. Also bei der Sonnenbrille und bei der Cap habe ich keine Befürchtungen. So, jetzt gehen wir doch aber mal rüber zu seiner Tasche und zu seiner Uhr. Und ich fange da einfach mal mit der Tasche an. Bei der Tasche, bin ich euch ganz ehrlich, Leute, wusste ich eigentlich so in etwa schon vor Ort, dass die Tasche fake ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Reißverschluss bei Gucci gesehen. Also da habe ich schon so in etwa eigentlich gewusst, dass die Tasche auf jeden Fall nicht real ist. Jetzt so im Nachhinein habe ich die Tasche nochmal verglichen mit anderen Taschen. Ich habe dieses Modell, was er da trägt, auch gar nicht so gefunden. Also ich habe keine Produktfotos gefunden. Deshalb musste ich ganze Zeit irgendwie anhand von anderen Taschen, anhand der Farbe vom GG-Muster, anhand vom Leder, da ist ja auch Leder mit verarbeitet, und er hat mich gelassen, dass ich eine ganz kleine Aufnahme vom Innenfutter der Tasche machen kann. Und da ist mir was aufgefallen, und zwar in einer Gucci-Tasche ist immer eine Stanzung drin, und über der Stanzung, also ich blende euch mal ein Foto ein, was ich meine, falls das vielleicht etwas undeutlich ist, ja, die Stanzung bei ihnen sah so aus. Und also das ist for real nicht echt. Das ist keine echte Gucci-Tasche. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich glaube, bei der Gucci-Tasche braucht man auch kein Profi zu sein, um zu merken, dass es keine reale Gucci-Tasche ist. Also ich weiß nicht, von wo er die Summe geholt hat. Vielleicht wurde er verarscht von jemandem, aber er meinte, er hat die im Gucci-Store gekauft. Also das ist auf jeden Fall ein Big Cap gewesen, schon mal mit der Tasche. So, jetzt haben wir aber doch alle noch Hoffnungen bei der Uhr. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte Hoffnungen, dass seine Uhr echt ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht warum. Ich hatte irgendwie tat er mir leid. Ich habe gehofft, dass seine Uhr real war. So, ich habe die Uhr abgecheckt. Erstmal sehr schwierig. Daytona ist ein Modell, womit ich mich nicht so gut auskenne. Aber es ist ja nicht die erste Fake or Real Folge, die wir hier drehen. Und ich habe ja schon einiges von Marc Gebauer, Munich Wristbusters etc. gelernt. Und diese Fähigkeit habe ich hier auf jeden Fall auch wieder reingebracht. Und zwar habe ich mir die Uhr mal selbst angeschaut. Und es wird eigentlich, also es ist schnell zu erkennen, dass irgendwas an der Uhr nicht stimmt. Denn ich habe euch mal hier was eingeblendet. Und zwar haben wir hier erstmal die Bandanschlüsse. Also ich schaue auf jeden Fall, wenn ich eine Uhr vor mir habe, immer erstmal auf die Bandanschlüsse. Ist da irgendwas komisch oder sonst was? Vor Ort ist das natürlich schwierig, weil man hat vor Ort jetzt kein Vergleichsmodell, aber deshalb umso besser, wenn man das auf jeden Fall in Ruhe macht. Und zwar blende ich euch mal jetzt hier ein Foto ein. Links eine Uhr, die ich, glaube ich, von Chrono oder so fotografiert habe. Es ist auf jeden Fall eine reale Daytona. Es ist auf jeden Fall nicht 100%
das gleiche Modell, was auf der rechten Seite ist, aber man kann trotzdem anhand von dieser Uhr sehen, ob die Uhr, ja, ob seine Uhr, sag ich mal, real oder fake ist. Und zwar schauen wir auf die Bandanschlüsse. Auf der linken Seite haben wir auf jeden Fall einen sehr feinen Bandanschluss und auf der rechten Seite haben wir da so eine dicke Kurve im Bandanschluss drin. Das ist eigentlich schon ein sehr deutlicher Hinweis, dass eine Uhr gefälscht ist. Aber ich habe auf jeden Fall noch weiter gesucht nach etwas anderem. Und zwar habe ich mal gelernt, ich bin mir nicht sicher, bei welchem Video, bei irgendeinem Video hat Marc Gebauer, glaube ich, mir mal gesagt, dass es auf den Ziffern der Lünette immer so eine Beschichtung, sage ich mal, gibt. Habe ich mir mal links bei der Uhr etwas rangezoomt. Und zwar sind die Buchstaben hier sehr gut zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber man erkennt, dass da auf jeden Fall, ja, feiner gearbeitet wurde und dass da eventuell eine Beschichtung wirklich drauf ist. Ich weiß jetzt aber echt nicht, ob es auch bei Daytona-Uhren der Fall ist, aber wir gehen einfach mal auf die Uhr vom Capital Fake und da ist es auf jeden Fall sehr gut zu erkennen, dass die Ziffern dünner sind und dass da auch, ja, keine Beschichtung, sage ich mal, drauf ist. Ja, ich glaube, das sind zwei sehr deutliche Merkmale. Ich habe das selber abgecheckt diesmal, aber um nochmal sicher zu gehen, dass ich hier auch keine Lügen verbreite oder sonst was, habe ich nochmal den Leon von Munich Wristbusters benachrichtigt und gefragt, ob er mir kurz da sagen kann, was da läuft. Und er hat mir eine sehr deutliche und kurze Antwort gegeben. Ich danke dir nochmal, Bro. Ja, sieht nicht gut aus für den Boy. Für unseren Kapitalfake. Ja, der Boy hat uns auf jeden Fall angelogen. Seine Uhr ist auf jeden Fall nicht echt und seine Tasche ist auf jeden Fall auch nicht echt. Dementsprechend auch alles, was er eigentlich gefühlt erzählt hat, war auch nicht real. Denn er hat uns ja so detailliert eine Story erzählt über seinen Kauf bei Rolex. Was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, ist, wie er sich die finanzieren konnte. Denn er hat ja gesagt, dass er in Firmen investiert und so, also irgendwie Geld verdient und hat auch erzählt, dass er das bei eToro macht und ja, das ist so eine weirde Aussage, weil eToro ist, also ich benutze Trade Republic, bei eToro kannst du dir Aktien kaufen, kannst in Kryptowährungen investieren, nur weil du dir Aktien von Nike kaufst, heißt es ja auch nicht irgendwie, dass du gleich auch, keine Ahnung, Mitgründer von Nike bist oder so und Scheiß. Also das fand ich wirklich sehr, sehr weird. Ist ja auch egal, ist sein Ding. Wir haben es auf jeden Fall klargestellt und meine Aufgabe ist an der Stelle getan. Wir haben den Boy tatsächlich exposed. Ja, Leute, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu den Boy hier in die Kommentare schreiben. Hatet ihn auf jeden Fall nicht. Also ich will niemanden jetzt irgendwie angreifen oder sonst was. Da war eigentlich trotzdem ganz nett drauf. Wir wissen die Wahrheit, Leute. Und ich glaube, das reicht uns. Ich glaube, ich habe hier meinen Job sehr gut erfüllt. Ihr könnt ja gerne dem Video ein Like da lassen, falls ihr mehr von solchen Videos schauen wollt. Ich werde auf jeden Fall ab jetzt wieder aktiver Videos hochladen, Leute. Deswegen würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lässt oder mich auch abonniert, damit ihr gar keine Videos mehr verpasst. Ich glaube, das war's hier an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Peace.